Anziehen? Oder also, haben wir die Zeit nicht mehr? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, da kriegen Sie normalerweise nicht mal einen Teil dafür, für den Preis. Das ist so untertrieben. Kann ich das anziehen, Heidi? Haben wir die Zeit noch? Von mir aus gerne. Ich bin für alles bereit. Haben wir die Zeit noch? Komm, ich nehme das mal mit. Nehmen wir es mit. Das gibt's doch. Auftritt 50 dann. 50 Euro? Wollt ihr schnell mitkommen? So süß. Und ich sage Ihnen, ich werde nachher gucken, wie die Alexandra nachher nach Hause geht, ob das dann hier wieder auf der Stange hängt. Die wieder alles mit hingebracht hat. Aber ich mache jetzt mal zwischendurch auch den Moderator und Experten. Also jetzt müssen Sie mal eine Minute mit mir vorlieb nehmen. Und jetzt komme ich mal zu dir, damit du dich hier nicht so einsam fühlst und ich auch nicht. Schauen Sie sich bitte diesen hübschen Zweiteiler an. Auch hier ist eigentlich Pyjama untertrieben. Das ist dieses dunkelblaue Oberteil, hier hübsch abgesetzt, ne? Mit dieser Kante, wo Sie quasi das Muster der Hose noch mal sehen, ne? Diese Blümchen, dann blau-weiß, das hat immer diese Frische, es hat immer dieses Feminine. Und auch hier, wenn Sie ein bisschen unsicher sind und sagen, ich weiß nicht so richtig, ne? Weil ist nicht jede Frau so stilsicher und weiß, was ihr steht. Hier, das ist für mich auch so ein Allrounder, das steht auch jeder Frau, egal welchen Alters, egal welcher Figurtyp, ja, Haarfarbe, da machen Sie nichts falsch. Es hat eine super Elastizität, genau, schön, dass du es zeigst, auch wenn Sie mal Figurschwankungen haben, ne? Gar kein Problem, ich glaube, das kennen wir Frauen ja alle, ne? Das wächst mit und schrumpft mit und denken Sie mir hier dran, es bleibt formstabil. Da geht auch nach dem Waschen nichts aus der Form. Ja, das ist ganz wichtig, finde ich, weil nichts ist schlimmer als so ein Pyjama, wo man dann drin hängt. Ja, Mai, fühlt man sich nicht wohl. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich sehe Sie jetzt schon in der schönen Pure Shape Day and Night Nachtwäsche. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dir. Boah. Also Donner. Halleluja. Ich bin gerade sprachlos. Boah. Verzeiht ihr mir, dass ich die Hose drunter jetzt nicht ausziehen konnte? Sieht man das arg? Nee, das siehst du gut aus. Also bitte. Ja, also ein Hingucker. Aber ich möchte jetzt nicht die Zeit stehlen. Ihr liebt gerade dieses besondere Pyjama-Set. Ach, das ist auch so schön. Ne? Das ist halt kuschelig, hat ein gerades Bein. Und für mich ist das auch, ja, dann sind so diese Tage wie jetzt, ne? Wo man sich vielleicht nicht mal mehr umzieht. Dann können Sie auch den ganzen Tag gemütlich auf der Couch, ob mit Channel 21 ja, oder Ihrem Lieblingsfilm von der DVD. Geht alles. Guckst du noch DVD? Ja, ich bin noch so altmodisch. Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Audrey Hepburn und von Doris Day. Ganz, ganz. Hui. Soll ich jetzt doch mal? Anke, die wollen, dass ich dich vom Laufsteg verdränge. Ich mach's sehr ungern. Wow. Also Leute, ich drehe gerade durch. Seid ihr bereit, 50 Euro auszugeben? 50 Euro, mehr muss es gar nicht sein. 50 Euro und dafür kriegt ihr einen Morgenmantel, ich habe da jetzt das Mikro dran, Morgenmantel und ein Nachthemd. Unfassbar, also unfassbar mit der Stickereispitze, sehr opulent, sehr schön, sehr feminin und ganz ehrlich, also wenn er bei den Preisen nicht mitmacht, weiß ich auch noch, also dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll, weil das ist so untertrieben. Also dieser Preis, warte mal, ist unglaublich. Also dieser Preis, ihr kriegt ein Nachthemd und ihr kriegt eben auch wirklich diesen Morgenmantel dazu. Und preislich, wir sind unter 50 Euro, meine Damen. Also besser geht's nicht. Es gibt auch dazu noch ein passendes Pyjama-Set, könnt ihr auch gerne nochmal nachfragen. Aber 50 Euro reduziert. Nochmal, Nachthemd, ich habe jetzt mein Pyjama von eben noch drunter. Du hast es 1 Cent teurer gemacht. Es sind nur 49,99. Was habe ich gesagt? 50 Euro, ja, ne? Okay. Nein, Spaß. Also Sie verstehen. Bitte. Guck mal, alleine hier, was das für eine Opulenz. Nochmal, du hast das gerade eben nochmal erklärt. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach eine Spitze, sondern das ist Mesh. Mhm. Und auf das Mesh ist, erzähl mal, aufgestickt, ne? Ja, das ist natürlich ganz opulent. Sie können natürlich auch beides einzeln tragen. Ne? In der Kombination ist es perfekt, so wie Sie es jetzt ja auch bekommen. Sie können aber auch gerne den Morgenmantel zu einem anderen Pyjama tragen. Oder zu einem anderen Nachthemd. Das ist gleich weg. Ich mache das jetzt so lange, bis es komplett ausverkauft ist. Ich bin hier jetzt beharrlich. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Ist auch für euch, Mädels. Du kannst mich doch jetzt hier nicht alleine stehen lassen. Ganz ehrlich, Mädels, komm, ich nehme dich mit. Also wirklich, ich krieg ein Nachthemd und
Und eben das Nachtmorgenmäntelchen drüber. Sieht wirklich schön aus. 50 Euro. Ich wäre für das wirklich, ich sag dir ganz ehrlich, ja, für diese Qualität, da bist du doch bereit, wirklich auch ein bisschen mehr Geld einfach mal hinzublättern. Ne? Aber ich sag dir, Alexandra, normalerweise allein der Morgenmantel, da bist du ja Minimum bei 150 Euro. Nur der Morgenmantel, da sind wir noch nicht beim Nachthemd. Und schwarz ist der Klassiker. Und jetzt hören wir gerade die strenge Stimme aus der Regie. Wir müssen jetzt abbrechen. Sie haben schon so gut gekauft. Weiter geht's, ne? Oh, das ist so schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr müsst den Preis jetzt noch mal ändern, weil wir sind beim nächsten Teil. Da wollt ihr mir auch sagen, das kostet auch nur 49,99. Hammer, Hammer, Hammer. Guck mal, volle Leitungen. Und sie rufen immer noch an für mein Nachthemd. Bitte bleiben Sie mir in der Leitung. Ich zeige es euch aber nachher noch mal, ob ihr wollt oder nicht. Steht dir auch sehr gut, aber ich glaube, es steht doch jeder Frau. Ja, definitiv. Aber vielleicht, wenn man dann doch ein bisschen Abwechslung wieder mag und ich sag mal so für die Arbeiten auch mal tagsüber und sagt, ach Mensch, heute mache ich es mir gemütlich, finde ich, ist das ein schöner Zweiteiler. Das ist butterweich, es ist eine Viskose, aber das ist, nennt sich Modal Touch. Weil es so kuschelig ist, weil es so weich ist. Ich sage immer, man muss ja versuchen jetzt, Fernsehen ist ja optisch und jetzt versuche ich Ihnen das mal in ein Gefühl zu übersetzen. Wenn Sie so Hunde mögen und mal so einen kleinen Welpen gestreichelt haben mit so einem weichen Fell, so weich ist das und das ist angenehm auf der Haut. Das finde ich nämlich auch das Wichtige, weil man muss sich wohlfühlen und man sieht dabei auch schön aus. Das heißt, der Komfort geht nicht auf Kosten der Qualität oder der Optik. Das ist eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Modal Touch floraler Print. Und Sie haben es gerade gesehen, im Schulterbereich wiederholt sich im Grunde auch nochmal der florale Print. Und ich finde die Spitze so süß. Übrigens, bitte haben Sie da auch keine Sorge, wenn Sie empfindliche Haut haben. Das ist eine ganz süße, zarte Spitze, die übrigens, und das finde ich so toll, Heidi, die sich auch am hinteren Teil quasi vervollständigt. Das heißt ja, viele arbeiten immer nur vorne. Mhm. Weißt du, vorne muss es schön sein, hinten, ja, ist ja egal, man liegt ja eh im Bett. So ungefähr. Und das finde ich so schön, dass gerade auch Damen mit kürzeren Haaren, so wie du, auch hinten noch mal die Spitze genießen dürfen. 49,99 3502 180. Unsere Artikelnummer. Einen hätten wir noch für Sie, meine lieben Damen. Wahnsinn. Also, wow. Heidi, die Preise. Ne? Ja, also, das ist natürlich auch ganz großes Kino. Schwarz-Weiß ist der Klassiker. Ne? Mhm. Die gute Coco hat das ja eigentlich auch hoch gemacht. Nee.